Ja. So. Wir hauen ab. Heute ist sehr ruhig, ne? Ja, heute fahren nicht so viele Autos. Aber es ist ja auch erst früh am Morgen. Genau. Deswegen fahren erstmal nicht so viele Autos. Ganz genau. Ist doch schön so. Ja. Yep. Aber da fahren schon ein paar Autos drin. Ja. Ich will das nie wieder machen. Was? Na, ja, mitkommen. Ach, du, du musst. Fernsehen gucken. Mensch, du musst doch. Ich wollte ja einmal mitkommen. Du musst doch mitkommen, ja, zwei Wege. Aber einmal wollte ich ja mitkommen, deswegen machen wir das jetzt immer so. Naja, im Sommer musst du die ganze Zeit, jeden Tag, denn nein. Aber einmal wollte ich das, denn das hat immer gesagt, das geht dann den ganzen Tag mit dem Tag. Wahnsinn, ich hab mal nicht gefunden. Abseits von den Wegen. Ja, wenn du dann sagst, klappt so. Spargelzeit. Ja. Ja. Gut, Frühstückszeit. Frühstückszeit und mal schauen. Setz dich mal irgendwo hin, Nummer. Auch am besten dort hier. Ich räume schnell aus. Ob was passiert ist hier. Alles in Ordnung. Ja. Ich hab meinen Schlüssel vergessen für den Laden. Bin gleich wieder da. Du wartest kurz hier? Ja? Ja, muss ich weilen. Ja, mir ist kalt. Das ist jetzt wieder kalt. Ja, kalt. Wird Sommer. Wolfgang, die Neuigkeiten von heute. Einmal vortragen. Nee, vortragen. Ach so, ja. Was haben wir? Die letzte Chance auf Kinofreikarte. Nach dem Mord an den Polizisten. Ein Union sind polizeiverhaftet Verdächtige. Erster Bürgermeister schreibt Putbrief an Vermieter. Richtig so. Richtig so. Wolfgang, da bist ja du. Was? Ach nee, Klaus Schneider ist wieso, das. Hast du mich gesehen? Fernsehen oder wie? Oder Internet gesehen? Nö, wieso? Das ist halt alles, ich weiß so. Ich muss, Moment, eine Sekunde. Du bist sowieso jeden Tag im Internet. Ja. Naja. Warum diskutiert gestern auch ganzen Mittag? Ich war mit Alex unterwegs gestern, ja, am Mittag, wa? Ja. Ja, und naja, jedenfalls hat er wieder die ganze Straße hat er schön als Internet drin. Der will so eine Gemeinschaft gründen. Ja. Ja, wisst ihr, hast du alles erzählt? Nee. Naja. Was für eine Gemeinschaft will der gründen? Naja, Baumgemeinschaft, dass die ganze Straße machen und alles Mögliche, wisst ihr, und ich meine, ja. Ich meine, ja, und dann auch mit, Entschuldigung, und dann mit alles sowas, ja, du bist auch im Internet drin und dann Blip machen und da, und Angelverein, Angelfreund, und ach, bin ich nicht, hat er gestern gemacht, da sind mal Bilder, ich mach mal erst die Bauhaus hin, sag ich, und dann kannst du das andere machen, da hat er mir Bilder gezeigt, hat er wieder über 100 Euro Bauhaus ausgegeben. Ja. Also, wo es geklickt, er sagte mal für den Laden, er für sich kauft und was nicht was mit. Aber der hier ist auch knapp der auf der Hälfte. Wie sagt man, der Schiffstein konnte uns die Ober suchen. Ja. Ja, das haben sie gesagt, das Wetter so richtig soll er wieder kälter werden, weil am Wochenende mit Schnee.
Was ohne Schal und mit Schnee oder was? Ja. Hast du mal Dennis schon wieder mal bei dir? Nö. Nee? Nö. Aber hier ist der Ernst nach hier. Hier ist es hier Freitag, 5 Grad, Donnerabend mit Schnee. Freitag Schnee. Wo Schnee? Wo steht Schnee? Ja, gut. Naja, wir haben hier so eine kleine Dinger hier unter der blaue da. Freitag, Samstag, da. Wo denn? Hier. Samstag ist ja schon wieder was Neues. Dann Donnerstag, Freitag, ganz wenig. Da kommt Schnee da unten und alles Weiße. Am besten Fernsehen haben sie jetzt aber gezeigt, Schnee. Das ist doch kein Schnee. Naja, Regen, Schnee. Hier wird das. Achso, ist ja schon wieder was anderes. Hier oben. Da, was denn nun? Hier oben, Berlin, da. Ganz so, Schnee. Mit Schnee mit Regen, Schnee mit Regen. Da, 7 Grad. Hier ist kein Schnee. Und Mutter wieder, dann sagen wir ja. Es ist Regen, Wolfgang. Nicht den Regen mit Schnee verwechseln, um Himmels Willen. Wir haben auch Schnee, ich will keinen Schnee. Ich will auch keinen Schnee haben. Kein Schnee. Ohne Schnee ist auch okay. Du hast ja eine schöne Tasche. Ja, ne? Ja, aber. Frauentaschen da, alles, wa? Das sind Frauentaschen, ja, obwohl ich glaube, das kannst du hier auch als Mann tragen. Ja, aber die Frauen also die Taschen haben. Ja. Ich hab schon mal, haben sie mal gebracht, eine Frau hat 60 oder 70 Handtaschen. Ja, das ist ja noch nichts. Mal meine Frau sehen. Wieso hat die auch so viel? Na bestimmt. Und dann die oder auch eine Art. Hat so ein paar weniger. Ich brauche keine Handtasche. Nee, ich hab keine hier. Also, das ist ja noch normal. So wie Gürteltasche früher, ne? Ja. Gürteltaschen hier bei mir immer kaputt. Bei uns sind wir im Garten früher, den ersten. Und da war eine Frau, die hatte in jeden Tasche, hat die einen Schirm in der Tasche. Das ist richtig, hört ihr drin. Schirm, Taschentücher, Paket Taschentücher und ein paar Pfefferminz. Hallo. Ja, ein paar Bonbons oder so. Ja. Ein paar Pfefferminz waren ja auch in jeder Tasche drin. Ja. Hallo, ich glaube, hinten ist. So, gut. Jetzt muss ich noch ganz schnell nach oben. Oh, der Schrank ist weg, Gott sei Dank. Der Schrank. Hier. Was ist hier los? Warum beult das so? Talk. Zeige euch ganz kurz nochmal. Hier, an der Seite. Schaut mal, da reißt der Mantel auf. Seht ihr das? Der reißt auf. Da auch. Da ist kein Bremsbelag drauf. Das muss alles gemacht werden eigentlich. Nur hat sie wenig Geld. Ach, schon wieder. Wieder das leidige Thema. Die gute Frau hat wenig Geld. Deswegen reicht das jetzt gerade mal so für den Reifen. Für Zentrieren von der Felge, weil hier ist auch ein Schlag drin. Für den Bremsbelag wird es dann nicht mehr reichen. Dann hat sie gleich Probleme mit dem neuen Mantel ja wieder. Ich werde dir das ans Herz legen, dass du bitte auch einen Bremsbelag, dann sollst du selber anschauen, dann zahlst du 5 Euro für den Belag. Also ich meine, es muss ja drin sein irgendwie. Ja, also deswegen, also wie gesagt, das ist hier halt so. Also ich mache das jetzt schnell, filme ich nicht, ist Quatsch, brauche ich jetzt nicht filmen, Reifenwechsel und so weiter. Und zentrieren ohne ist auch langweilig bei dem Ding, deswegen. Ich schalte immer ein, wenn was Interessantes ist oder werde kurz berichten, wenn eine außergewöhnliche Sache ist oder irgendwas, wo ich denke, dass es einen kleinen Tipp geben könnte, weil ich muss wirklich meine Schneidezeit abends reduzieren. Also seid nicht sauer, die Vlogs werden wieder ein bisschen kürzer werden und dann bin ich auch ausgeruhter, fitter, frischer. Auch schön für mich, für meine Familie und für euch am Ende dann auch. Na, haben Sie was für mich? Haben Sie Interesse an Fotos? Kommt drauf an. Was für Fotos? Die Eva Nackig. Schmeling und Fahrrad. Ach, Box und Rennen. Ist gut. Box und Rennen. Meine Max Schmeling Mappe? Hast du eine? Ich hatte doch eine. Ich doch verkauft mal. Echt? Hm, Max Schmeling Privatalbum. Nee, das ist alles. Ich bin geärgert. Mach ich denn das nicht. Warum? Naja, Max. Max Schmeling halt, ne? Ah, na klar. Irgendwie. Ja, aber früher oder später hätte man es wahrscheinlich sowieso verkauft, ja? Ist dann
immer so eine Sache. Ja, ist ja auch richtig. Muss ja auch eigentlich sein. Ist es ja auch richtig, klar, wenn man immer alles behält. Muss ja auch gedreht werden. Das ist heute ein bisschen kühl. Oh, okay. Richtig frisch, finde ich. Aber ich hole uns mal einen Kaffee. Liebe Kakao, oder? Ich nehme gerne Kakao. Ich muss effektiv die Zeit nutzen, sondern wieder Carsten aber holt. Mach ich hier noch weiter. Ich habe ja mal ein schönes Max Schmeling Album gehabt, Privatfotos. Ja, hat er schon alles schon mal gehabt im Leben. So als Trödelhändler oder so, oder Antiquitäten, wie auch immer man das bezeichnet, zuerst Trödler, dann Antik, hast du alles in der Hand. Das ist das Schöne an dem Ding. Du bist mit allem so ein bisschen. Mit allem hat man zu tun. Stars, Sternchen, Politik, Sport, Kultur, Adel, Militär, alle dabei. Du hast alle durch. Von allen die Autografen schon mal irgendwie gehabt. Also wenn du das ein bisschen intensiver betreibst. Kriegst die Kuriositäten in der Hand, wo du dich hinterher ärgerst. Mann, warum hast du nur? Wie konnte man das verkaufen? Ja, aber wie gesagt, man muss ja. Das kann man ja nicht alles behalten. Das muss ja alles zurück in den Kreislauf. Und manche Sachen, die nicht wollen oder die wollen, die kommen zurück. Wie auch immer man sehen will. Die nicht weg wollen von dir oder die wieder zu dir wollen, die kommen dann halt zurück. Siehst du immer 10 Jahre später, siehst du dann wieder so ein Ding. Und denkst dir, bah, das war's. Hab ich doch mal verkauft. Hans Stuck, schöne Aufnahmen, schöne Fotos, signierte Autogrammkarten und. Von alle Rennfahrer, von der AOS, aus den 30er Jahren auch. Vorne hängt noch eins. Rodolfo Caracciola. Schaut mal hier, warum ich den Zug wechsle. Der hängt noch an, warte, ich kann sie zählen, an zwei Drähten hängt er noch. Bei der nächsten Vollbremsung wäre das Ding gerissen. Und die wäre gnadenlos bup, ins nächste Auto. Deswegen ab und zu mal Züge tauschen. Und auch mal nicht hier unten, das ist rostig. Und nicht deswegen. Sondern halt hier oben. Na? Da schleift es immer mal beim Bremsen so ein bisschen. Tack, tack, tack. Und irgendwas ist durch. Und da oben auch mal ziehen und hier oben reingucken. Und wenn hier jetzt so ein bisschen krüselig aussieht, tauschen. Hier bei dem Radl ist ein Scheck zu machen. Und dann überprüft man halt Achsen auf festen Sitz. Also man muss alles überprüfen, Radmuttern, alle Verschraubverbindungen, so die Schmierung der Kette, die Spannung der Kette, Lagerspiele werden überprüft, weil jetzt ist ein kleiner Scheck. Ja, also man nimmt da jetzt nicht gleich alles auseinander sofort und stellt ein oder schmiert oder macht oder tut. Lichtanlage und, aber Bremsbeläge einstellen, Bremszug erneuern, Schaltzüge bei Bedarf erneuern, Klingeln erneuern. Wenn so ein komisches Schloss dran ist, dass es auch funktioniert, hier so ein Rahmenschloss, ja, so eine Sache. Das wird alles überprüft, alles. Yes, please. Coffee and Kakao. Kakao. Können wir uns hochsetzen? Jo. Ja. Den Hocker ist ja schon rum, ich hole mal noch hin. Das ganz interessant, sind verschiedene Rennen, so Tour de France, Giro d'Italia, 6-Tage-Rennen, Tour de France. Und sind wirklich schöne Fotos. Ja, klar. Ich meine, kenne ich. Hatte ich ja schon mal so einen Posten. Das ist von Bayer wieder? Nee. Wo kommt der nicht her? Aus Tempelhof. Der hat über 35 Jahre lang diese Fotos gesammelt. Der hat beim Ullstein Verlag gearbeitet. Stimmt. Die will ich schon nehmen. Und ich habe jetzt erstmal Schmeling und die Radler rausgenommen. Da war so ein Buch von Tommy Ungerer. Einfach nur so, ein Softcover. Und dann meinte er zu dem 100 Euro. Was?
Weißt du, nicht signiert, nicht. Meint, da macht das mal zu den guten Büchern, wa? Egal, was die da gemacht hat. Und dann fragt er mich so und dann meinte ich, ey, gib ihm das für einen Zehner. Das kostet nicht mehr, das ist doch scheiße, ey. Was soll denn das? Das gibt's draußen. Mal, er weiß, er hat null Ahnung, das ist echt der Hammer. Und was macht ihr sonst? Was machst du denn so? Nächste Woche Sonntag, ja. Nächste Woche geht nicht, ich muss arbeiten. Nein, Sonntag musst du nicht arbeiten. Ich muss arbeiten. Und Montag ist ein Ostermontag, hör auf. Also auch zu. 19, 20 Uhr. Fahrkassen. Deine Schwester heiratet, ja. Ne? Ja, Carsten, bist zu spät. Wie deine Bombe, er lacht dich aus. Eine Bombe? Was für eine Bombe? Er soll mir eine Bombe geben, weil ich aussehe wie ein Taliban, dann renne ich zu dem in Spätkopf und zünd das Ding. Bombe, gib ihm mal eine Bombe. Bis dann. Junge. Will er einen Anschlag machen oder was? Das ist Jugendsprache, nennt man das, Carsten. Gib ihm eine Bombe. Gib ihm eine. Ach so, hau ihm einen rein. Ja, eine Bombe. Du. Bud Spencer. Bratpfanne. Siehst du, du kommst da auch nicht mehr mit. Das ist so ein Zeichen. Zu spät. Rennlaufen nur mit Sonne im Moment. Ja, verstehe. Oh, aber jetzt sieht der Hüte aus. Ja, klar. Der kann das ja auch. Ja. Danke, Hans. Mann, ey. Das ist so ein Sparfuchs. Diese alten Dinger, dieses alte, abgeranzte, vergilbte, dreckige Gehäuse, was du auch nicht mehr sauber kriegst, so richtig so ranzig vergilbt, war. Den macht auch ein Keller. Gut, ich kann mich in den Keller machen, weil dem kann ich doch nicht in das, ich investiere doch gar nicht so viel Geld und Zeit und alles, um dann mir so ein Ding dahin zu hängen. Kann ich gar nicht genug verstecken. Nee, hol mir so einen richtig guten, so richtig, richtig guten Siemens halt oder irgendwas. Die sind, ja, oder von Weiland, die machen, finde ich, die besten. Nein. Noch ein einziges da für 80 Euro, was noch im Bereich 50 ist. Das ist, wenn er reingeht, rechts runter, links am Ende und auf der rechten Seite kommt das dann. Okay. Siehst du schon, steht dran. City Panzer, 80 Euro. Okay, danke. Und sich auch nicht hinterher zu gehen. Ja, ist so schick, ist so jetzt nett mit der Wohnung geworden. Ja, ist wohl nicht. Eine Toilette drin gestellt. Nee, ich will das nicht fließen unten runter. Will ich nicht. Ich will das schon ein Holz lassen. Und so ein Teil? Da gibt es so eine Anstriche, die du machen kannst. So wie Schiffsboden, so ein Scheiß. Und selbst wenn ich da nochmal einen Schiffsboden drauflege oder so, einfach, dann. Ich finde Holz gut, weißt du? Das hat so was Gemütliches. Atmosphäre. Ja. Scheiß Fliesen, ihr Lumpe. Und Fliese und Holz vertragen sich eh nicht. Ach, der kommt nicht raus. Recycling lebt vom Mitmachen. Das stimmt. Also wird alles zurück in die Natur. Zurück zum Bäcker. Warte mal, das bringe ich gleich wieder. Ja, ist doch so. Ist das nicht Verpackungsverordnung? Müsste er doch, oder? Muss er eigentlich hier, Leute, Verpackungsverordnung, muss er da. Kriegst du noch 5 Cent pro Becher zurück? Wenn du den Brock die Dinger rein pfefferst. Ja. Komm, ist ein Insider-Becher. Oh Mann, ey, Leute, ich kann es selber nicht mehr hören, aber ich muss es euch auch wieder sagen. Auch hier, diese Draht kommt an. Desaströser Zustand. Weder gibt es hier noch Bremsbelag, noch in irgendeiner Art und Weise eine vernünftige Zuggeschichte hier.
das geht alles schwer wie Stulle, das ist alles Müll, das ist, der Zug müsste neu, Bremsbelag müsste neu, dann hinten die Kette, oder auch vorne die Kette, also ist ja wie auch immer, ist ja hier bei dem Rad, versteht das nicht. Natürlich liegt das an der Kette. Also erstmal liegt es an der Kette. Und dann, als ich gesagt habe, wenn es nicht an der Kette liegt, dann muss es ja die Narbe sein. Was anderes kann es ja dann nicht sein. Wenn es an der Narbe liegt, das ist teuer. Wenn ich die Narbe auseinanderbaue, erstmal, dann sind schon mal 30 Euro Montagekosten. Weil einfach nur die Zeit, die dabei drauf geht, so ein Ding auseinanderzubauen, das kostet 30 Euro. Ganz einfach. Oh, nee, also... Sie hat ja wenig Geld und dann doch erstmal die Kette nur kürzen. Die Kette ist durch, die ist hin. Also ja, ich spanne jetzt die Kette, werde die Bremse hinten nicht machen, weil wie gesagt, da ist ja kein Geld da. Die haben alle kein Geld. Die haben alle kein Geld. Keiner hat Geld für die eigene Sicherheit. Da verzweifle ich dran, echt. Peter, by the way, machen wir jetzt mal. Und oh, oh, ist er. Oh, oh. Jetzt sehen wir mal da. Alles spitz hier, wie Sau. Ist kaputt. Aber man kriegt sie nicht abgezogen. Die Winde ist rausgerissen. Ist schon keine Winde mehr drin. Vielleicht kann man sie nicht abziehen. Runterkloppen geht nicht. Brauchen wir mal. Schrott. Muss ich auch flexen. Ich muss losmachen. Ich. Auf. Ist denn wirklich noch ein langer Tag? Nee, dann halt ich mir für nachher. Nein, war nicht. Oh, aber. Warte, ich danke. Oh, ich schlaf gleich ein. Im Stehen. Wollte ich denn? Stopp kurz machen. Peter, by the way, your bike is finished. Pegasus Avanti. Das ist Ex-Auftrag. Aus Auftrag wird Ex-Auftrag. Schau erstmal mir das Lager hier oben an. Na, hier oben hinter sitzt ja ohne Lager. Jetzt geht's ans Öffnen. Eine, na, jetzt schauen wir uns mal das Lager dahinter an. Das kann auch noch zum Rumpeln führen. Zweimal abheben. Achtung. Ja, was flog denn da raus? War das nicht schon eine Kugel? Das ist wahrscheinlich eine Kugel, wenn ich fressen oder so. Oh. Nee. Nee, das ist kaputt. Ah, deswegen krieg ich es auch nicht auf. Jetzt habe ich es gesehen. Das ist kaputt hier. Das Teil ist kaputt. Das müssen wir erneuern. Der Deckel. Hier ist die Lauffläche von dem Lager komplett weggefranst. Scheiße.
Ja, macht sich doch bezahlt, die alten Namen aufzuheben, klar. Ne, hier, also. Hier ist eine... Seid ihr auf Sendung überhaupt? Also hier ist natürlich, hier hinter verbirgt sich eine Öffnung zum Fetten. Das kann man nicht mehr bewegen, das ist von innen plattgewalzt worden, zugewalzt sozusagen. Völlig rausgebröselt hier. Der schöne Bittkasten. Ja, Finger weg! Wenn da einer fehlt, dann machst du das. So. Ja. Naja, danke, danke. Schön. Das nächste Mal doppelter. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja. Ich weiß. Ein großer Kasten ist teuer, ich weiß. Ja, so, so. Ich will ja jetzt nicht sagen. Ja. Wenn irgendwie was sehr, mal heute ist ja so, Thomas. Ja. Wenn du wirklich brauchst, irgendwas haben wir selbst, ja. Ja. Weil ich war, an manchen sagt, ich warte mal am Parkettenende, an sowas. Was ist das, ja? Ja, ich nicht. Ob das am Schraubenzieher ist oder ein Nordschusskast oder sonst jemand. Dann soll man lieber Euro mehr ausgeben, aber hat man davon. Bei Werkzeug, ja. Da ist es ja so. Da musst du Geld ausgeben für. Guck mal, meine Zangen, die Kabel kosten ein Stück 50 Euro. 50? 50, ja. Ja, ja, ja. Also eine gute Zange kostet 50 Euro. Du kriegst die gleiche Zange, kriegst du aber auch für 3 Euro. Ja, ja, ja. Also sieht gleich aus. Die gleichen sich sind aber nicht... Meine Jute, es ist klar. Ich weiß nicht, was du meinst jetzt. Hier brauchst du was Jute, ja. Was teures. So, wenn ich jetzt hier mein Jahr... Nein, ich brauch was Jutet, nicht Steuer. Ja. Ich brauch was Jutet, hast du ja richtig. Ja, das sag ich ja noch, mir kann alles sagen. Ja. Hier brauchst du was Jutet. So, was ewig hält. Ja, was Dauerbeanspruchung stand. Ja, ja, richtig. Ja. So, das bisschen, was ich brauche, da ist für mich eine Zange für 10 Euro aus. Was ja, das stimmt nicht. Was? Das stimmt nicht. Wie meinst du jetzt? Das ist nicht wahr. Weil die schlechten Zangen schneiden schon beim ersten Mal scheiße. Ja. Und wenn du sie dann brauchst, du ärgerst dich die Platze. Wenn du so eine billige Zange hast, was meinst du, was ich schon hier, wenn sie mir mal so was bringen oder so und sagen, hier kannst du haben, geschenkt, naja, nehme ich, dann probiere ich es aus. Das funktioniert nicht, ich ärgere mich, ich habe wieder einen Weg mehr. Seitenschneider zum Beispiel, ganz großes Beispiel. Seitenschneider ist der Graus. Ein billiger Seitenschneider ist das Schlimmste, was passieren kann. Dass man eine richtige Autowerkstatt hat oder so Fahrrad wie hier. Da brauchst du ein Werkzeug. Ja, da kannst du nicht mit so einem Spielzeug ankommen. Was? Was bilden die sich ein? Ich bin leider. Die haben wir die ganze Straße hier. Ich zeige dir das ja so hoch. Ja, ja, das ist. So, jetzt zeige ich das. Ach, Peter, by the way. Hallo, hallo. Peter, by the way. Ja, ich habe ja Fahrrad repariert. Ach so. Gute Fahrt, habe ich gesagt. Gute Fahrt, wenn ich habe gesagt, gute Fahrt, weil es ja mit dem Fahrrad denn fährt morgen. Ach so. Mann, Wolfgang. Ja, Uno, gedacht, ich gute, ja, stimmt, kann man auch sagen, wenn man in Urlaub fährt, gute Fahrt, ja. Ja, ja. Habe jetzt so hingezogen, dass das so einigermaßen funktioniert. Ja, ja, ja. Das ist nicht natürlich 100%. Nee, klar, aber die hat ja kein Geld, hat sie ja gesagt. Sie hat gesagt, sie hat kein Geld, was soll ich machen? Ja, ja. So, jetzt kommen wir zu dem Auftrag hier. Pass auf, Alfine. Alfine, das ist jetzt, hat jetzt ein Jahr gestanden bei denen in der Werkstatt, ohne dass sie was gemacht haben. Das ist eine Frechheit. Angeblich haben sie sich das angeguckt. Alfine, das geht ja auch. Tja, Alfine, Shimano Alfine. Ja, da ist er drin. Aber pass auf, hier, Finger weg, guck. Funktioniert nicht. Ja. Achtung, ich probiere. Anderer Gang. Geht auch nicht. Geht nicht. Also entweder ist das Ding ein hohler Vogel jetzt, also ist nicht mehr drin. Aber ich weiß, keine Ahnung. Wir gucken jetzt, ich gucke mir jetzt tatsächlich zum ersten Mal eine Alfine von innen an, in real.
Ich habe die jetzt auf einer Explosionszeichnung mal gesehen, aber so habe ich die noch nicht gesehen. Und die dürfte ja nicht groß anders sein als die Nexus 8. Das ist halt eine schönere Verpackung. Das ist eine Nexus in einer schönen Verpackung oder so. Für richtig Geld wohl. Wir gucken uns das mal an einfach jetzt. Rufen Sie ein Rad, verkaufen Sie ein Rad und das geht nicht. Naja, kann ja alles passieren. Das kann ja echt, da hast du so ein Montagsmodell, du weißt, dass die Namen scheiße sind. Da irgendwie kommt auf einmal jetzt zurück, dann noch eins. Aber wenn man dann halt, da muss man halt als Händler irgendwie sagen, okay, alles klar. Das Ding ist Schrott, ich nehme es zurück, fertig, aus, hip her. Und baue dir eine andere Schaltung ein. Und die haue ich halt dem Händler auf den Tisch, wo ich sie her habe. Der Zug wird in Ordnung sein, der wird funktionieren. Wir gucken uns direkt die Narbe an. Gleich hier drinnen. Gleich alles ab hier, was kaputt gehen kann. Der ganze Schnull. Aber da habe ich ja Gott sei Dank noch einen da. Ja, der ist kaputt. Daran kann es aber nicht liegen. So, bauen wir erstmal ab den Schnulli. Kann auch der Kranz zu viel sein? Nee, das ist alles gut. Das ist ja ein Getriebe. Das muss ja greifen, Zahn in Zahn. Ja. So, warte mal, ich bin gleich wieder da. Ja. Dicht. Lupe. Oh, Sarah wankt nicht, wie die ist. Sarah wankt nicht, ja. Das war noch zu reden. Ja. PDS vor allem, wa? Ja. PDS, gibt sie die noch? PDS? Nee. Die Linke heißen die heute. Ganz früher hießen die im Moment 70er. SED. PDS. KPD. KPD. Und jetzt auch immer dann NPD. NPD ist die Linke, ja. NPD ist nicht die Linke, nee, Wolfgang. Nee, war da bringen wir nicht durcheinander. Ja. Nee, NPD war auch. Was NPD war auch? NPD. Was war das auch? Dorfzeiten. Ja, aber nicht links. Nee. Und da war jetzt am Schluss war das die Linke. Achtung, ich schraube auf. Das Lager sieht doch hervorragend aus. Aber greift nicht. Gut, egal. Umdrehe, andere Seite. Wie immer. Der eine oder andere wird schon wissen, was da los ist mit dem Ding. Ich gucke mir das ja selber erstmal an hier. 97. 1997. Was für Dinger da draußen? Gar speziell über das Haus zum Haus. Guck mal. Wird schon die Hälfte auf der Zeitung. Okay, richtig verglüht. Hier oben der ganze Kack. Da ist der ganze Müll drin von dem Lager hier. Der ganze. Hier oben ist auch. Irgendein Popel drin. Dichtungsregal, wie du schon sagtest, wa? Ja, ich bin getrieben wie beim Auto, war sozusagen, wa? Ja. Du hast das gerade gedreht, der Traktor war eben. Welche Traktor? Da wollte ich die Finger aus. Das ist der Ding kaputt. Nee, das ist in Ordnung. Das hat eine kräftige Übersetzung hier zu dem. Wird das angeschoben? Nochmal probieren. Ja, das ist noch Auto schon aus, oder? Motorrad. Ja, das ist weit weg, ne? Das ist nicht mehr weit weg, das stimmt. Cool. Ja, aber läuft auch nicht. Ja, ich passe. Das gerade das ganze Ding kaputt ist. Nimm mal die Finger ein bisschen höher. Die Hand ab. Was war da machen? Die ganze Hand. Da, auch kaputt ist. Ja, aber das funktioniert ja. Schaltet ja. Ich bin der Meinung, dass vielleicht eine Klinke nicht mehr so schön ist oder so, dass die nicht richtig greifen. Das ist aber kaputt, dass es so langsam dreht. Also, du müsstest ja mal, wenn es schneller dreht, dass es irgendwie eine Achse, dass es irgendwie da irgendwie eine Delle drin ist. Verstehst du?
Läuft nicht im ersten Gang, läuft im warte mal. Funktioniert. Okay, pass auf, ich baue hier das zusammen jetzt. Ja, wo wir ja. Spannst du wieder ein. Naja, ich baue hier das zusammen. Sind die Klinken abgenutzt? Das war ich habe verkehrt gesagt, ich habe die Klinken, ich habe gedacht, die innen drinnen sind an, habe ich gemeint. Jetzt verstehst du, was ich meine? Ich wusste, ich kann mir nicht. Kannst du nicht ausdrücken, Richie? Ja, ich wüsste. Ja. Ja, Wolfgang, genau. Innen drinnen wir sind beide jetzt. Ja, hast du recht. Das wird sein. Weil ich vorhin gesagt hatte. Genau. Das ist hier, wo der Verschleiß ist. Ja, das ist. Da ist irgendwas, ist da oll. Da ist richtig Abrieb dran, was auch immer das sein soll. Da müsste eine ganz neue Achse drin. So machen wir das. So. Das ist nur die. Ich kann ja nur die alle nur die Achse sein. Und hier fehlt nichts oder was, aber das ist doch hier Zahnkörper. Wenn das andere alles in Ordnung ist, oder du, das ist ja Quatsch. Das ist Alka, ja. Ich gucke jetzt mal, wie lange wir brauchen, ob das überhaupt funktioniert, ob das nur halb funktioniert. Und wenn sie sich damit zufrieden geben. Du hast auch viel Anzugverschleiß, war hier, aber. Ich nehme ein paar pro Woche, versuche ich. Aber manchmal sind es auch mehr. Das ist Alka, ja. Guckst du dir bei einem Teilrediger, wa? Wie bitte? Ich sag, ihr habt jetzt mal teuer, wa? Ich hab auf alle Fälle die Narbe mal kennengelernt. Das ist ja schon mal was. Ich bin der Meinung, da fehlt was. Ich hab mir alles abgespeichert im Kopf. Im Kopf ist alles drin. Ich weiß, wie die aussieht. Wo ist denn das? Hier. Weil ich noch die Zeichnung nicht. Man muss das natürlich einmal sehen, wie das Original aussieht, ne? Ja, sehr klar, sonst kriegt das ja nicht hin. Einmal frei. Der dritte funktioniert. Der vierte. Nicht nur ein. Ja, Tommy vom Fahrradladen hier. Ja, Rad ist fertig. Jo, kannst du abholen. Ach, nee. Ja, nee. Ja, ja, nee. Jetzt sind wir durcheinander gekommen hier. Weil die zwei funktionieren nicht, weil ja die Kulisse zweimal schaltet. Weil ja für den ersten Gang braucht er die gleiche Klinke wie für den 5 oder 6, was das war. Ja, richtig. Dann braucht er die gleiche Klinke. Und die Klinke geht nicht. Eine Klinke ist kaputt. Das ist alles. Eine von diesen Klinken. Die da drinnen sitzt da. Die da drin sitzt, genau, die da ausklappen. Ich muss dir gar nicht sagen, Leute. Klinke. Klinke, genau. Klinke. Gegenseitig auf die Schulterklopfe. Ei. So, warte mal. Jetzt haben wir hier. Den Tisch schon kalt, wa? So. Na ja, gut, jetzt schreibe ich mir das nochmal auf. Thomas, das sind ja auch Zwiehebel, was für Schalten, wa? Hast du alle wieder geschaltet? Ja, der eine ist für Hochschalten, der andere ist für Zurückschalten. Ach so, das ist gut. Ja. Also mal gucken, wo das ist. Ich mache das rein. Du musst mal gucken, jetzt, wie der Kabel gelaufen ist von der Schaltung, von da nach da. Naja. Also primitiv, ich habe den hier auch nicht gefunden. Gesehen. Hast du ihn gesehen? Nö. Naja. Deswegen. Haben sie gut versteckt. Ja, das ist logisch. Und 5. 1 und 5, ja. Genau. Schreibe ich mir auf 1 und 5 und gehe nicht wieder, damit sich das bewegt, naja, wieder. Und der kann so rausmachen. Gespült habe ich das. Ja, oder ich spül. Ja, mit WD-40 kannst du nie ölen. Der Rost war auch weg. Und der Rost war dann weg. Ja, logisch. Und oben wieder Fett ins Lager. Naja. Das kriegt der Sparschwein noch seine Groschen hier. Von dir. Stefan, ich räume zusammen. Wir sehen uns morgen. Bis morgen irgendwann. Mit den Nachrichten. Bis dann. Ciao. Ah, ciao.
Ja, war doch schön. Schöner Abschluss. So, ich beende jetzt auch die Session. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Euer Tommy. Und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Und ich habe auf alle Fälle was gelernt. Und gebt mir mal einen Tipp. Es gibt ja bestimmt super Experten, die wissen genau, was das ist, was da der Fehler ist. Ich denke, eine Klinke ist kaputt, ist so ein bisschen rund. Und dann gibt er mir einfach mal Bescheid. Das wäre total geil, das wäre total toll. Ich würde mich sehr freuen. Also wir sehen uns. Bis dann. Ciao, euer Tommy.